Na, ihr Grattler, der Theophan ist am Start. Willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda A Link to the Past in der Nachtschicht. Es ist 20 nach 1. Ja, die Nachtschicht. Leider ist Fire nicht mit dabei. Ich könnte ihn zwar fragen, aber er würde mir nicht antworten, da er nicht wach ist. Du geh mal weg, weil ich hab volle Leben. So. Ich weiß jetzt einen Teleporter, mit dem wir in den Wald gelangen. Das finde ich sehr nice. Ist auf jeden Fall nicer Scheiß. Und zwar gehen wir einfach da von unten in die Lost Woods rein. Am nordwestlichsten Punkt von Kakariko Village. Passen auf den Baum auf, weil da sind, glaube ich, Wespen drin. Benutzen hier einen Hammerschlag. Oder Schlag. Was nehme ich denn als Item? Was hatte ich denn eben gerade? Ja, ist ja egal, nehme ich den Enterhaken, denn jetzt müssen wir hier rein in den Teleporter. Und da sind wir auch schon in... Ja, irgendwo. Ui. Oh, ein Bombenkerl und eine Fee. Und ein Speerwerfer. Alter. Wow, ein Herz wieder zurück und hier fliegt eine Fliege rum. Hallo du da. Hör auf mich zu belästigen. Entschuldigung. So, jetzt ist halt die Frage, gehen wir von oben in die Lost Woods rein? Oder nee, wie heißt dieser Wald nochmal hier im... Ey! Dieser Buhu hier zieht mir auch zwei ab. Wie, das ist kein Buhu? Das war ein Buhu. Habt ihr nicht gesehen? Na, egal. So. Oh, schön bedrohliche Musik, hoppala. Das war jetzt ungewollt. So. Ah. Geh weg. Ich will jetzt nicht hier sterben und eine meiner Feen verbrauchen. Ein Rubin können wir später eventuell noch gebrauchen. So. Jetzt sind wir hier in dem Wald. Oh, und du klaust uns wieder... Zeug. Warte, ich bin schon wieder nur bei 3 Herzen. Hallo? Ja moin, das war's dann wieder komplett. Da ist ein Loch. Ich glaube, da konnte man sogar so in den Dungeon reinfallen. Aber das möchte ich nicht. Ich möchte erstmal wieder hier ein bisschen zur Gesundheit kommen. Ah, hier ist sowieso Sackgasse, oder was? Nee, anscheinend nicht. Das ist aber, glaube ich, auch einer der, ja, Dungeon-Eingänge. Oh, der hat aber nur, der hat nur 2 Etagen? Okay. Ich glaube, man muss eh ein paar Mal durch den Wald, um... alles zu bekommen. Ich bin mir gerade nicht sicher. War das dieser Kack-Dungeon mit dieser noch bekackteren Hand? Wie auch immer, du stirbst mal bitte. Okay, ich weiß zumindest schon mal, wie ich an die große Truhe komme. Vorausgesetzt, ich vergesse es nicht. Aber wo vergessen? Immer die Aufnahmezeit im Auge behalten, mein Freundchen. So, ein blauer Rubin. Sage ich nicht nein. So, hier haben wir nochmal einen über Treppe. Ich weiß halt nicht, weil es... Okay. Es war dieser scheiß Dungeon. Ach, leckt mich doch. Ach, Mann, oh. Mann, ey. Hm. Stimmst du mal? Okay, bei euch gibt's Magie. Ach ja, und das war auch das, wo es hier so gewuchert hat. Okay.
Ich sehe jetzt schon, das wird eine lange Aufgabe. Zumindest für mich. Weil ich hasse diesen Dungeon. Und zwar wie die Pest. Ich will nicht in die Löcher reinhopsen. Das ist mir noch ein bisschen zu risky. Ich gehe auch erst einmal hier rein. Jetzt bin ich gerade auch noch mal am Überlegen. Ist das überhaupt der Richtige? Ja. Kam dem Dorf tatsächlich später. Nein! Ah, wenigstens ziehen mir keine Herzen ab, aber der bringt mich dahin, wo ich hergekommen bin, nämlich an den Anfang. Miep. Miep! Okay, ich kann hier den Weg nicht freisprengen. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kann ich mich. Ich kann mich da nicht festkrallen, okay. Jetzt heißt es improvisieren. Oder rausgehen? Weil ich bin mir sicher, wenn ich an das Ding rankomme, dann war's das. Und zwar komplett mal wieder. Okay, es ist auf jeden Fall. Oh. Also, zu. Ah. Okay. Diesen Eingang muss sich öffnen. Ich glaube, hier kriege ich stärkere Handschuhe, kann das sein? So dass ich auch endlich die dunklen Felsen heben kann. Okay, Fakt ist, dass ich schon wieder fast tot bin. Ich hoffe mal, dieser Eingang bringt mir was. Ach, toll, erste Fee weg. Na, ich habe aber noch zwei, die ich mir aber gerne aufheben möchte. So, verpiss dich. Hier wird mir irgendwas über eine Kiste angezeigt. Hä? Oh, warte, Bomben sind noch immer gut. Gerade wenn man nicht volles Bombeninventar hat. Meine Fresse, Alter. Man muss sich hier. Muss ich die Gegner hier alle töten, oder was? Okay. Warum zur Hölle wird mir da eine Kiste angezeigt? Hier ist doch nichts. Wow. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Um Gottes Willen, Alter. Also hier kann ich nicht viel machen. Ich muss zum anderen Eingang. Tatsache. Tatsächlich. Nee, warte mal. Was, Alter? Okay, die Hand zu töten bringt übrigens nichts, weil die taucht wieder auf. Sag ich ja. Ich will jetzt nicht die zweite Fee auch noch verbrauchen. So. Du kommst hier mit rüber. Nein, das war schlecht. Stück runter, darüber. So. Ich hoffe mal. Ha! Bitch.
Nein. Komm, gib mir irgendwas Brauchbares. Quatsch, X. Hier kann ich mich in einen anderen Raum sprengen. Nein! Nicht das! Nein, nicht das! Mann, ey. Toll. Keine Viertelstunde und schon zweimal so ein Scheiß. Wow, der Boski, immerhin schon mal etwas. Jetzt muss ich mal hier... Scheiße, ich kann das nicht auf dich verwenden. Herzken. Ein Herzken. Kann ich das auf... Nee. Bitte, 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 bitte. Okay. Was? Magie. Naja. Sagen wir mal nicht nein, wir wollen ja nicht kleinlich sein. So, liebe Hand. Tschüss. Ich weiß, die Freude war nicht von langer Dauer, aber... Ja. So, mit dem Ding komme ich zur großen Truhe, aber... Du bist ja schon mal tot, du. Um Himmels Willen, das kann ja alles in alles Mögliche verwandeln. Ha. Opfer. Alter, es ist nicht dein Kackernst. Es ist jetzt schon wieder, dass ich jetzt schon gleich die dritte Fee aufbrauchen muss. Okay, du backst hier an einem denkbar unmöglichen Ort fest. Hier haben wir eine Truhe mit der Karte. Gut, das ist schon mal die halbe Miete. Ach, da oben war noch was. Ui. Dann habe ich, also damit habe ich, daran habe ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Ach, das war nicht das versteckte Loch, sondern das... Ein offenes Loch, das mich hier reinbringt. Okay. Ist gut. Oder auch nicht. Da unten war kein Loch. Ich gehe nochmal hier rein, weil da war noch was, wo ich zur Seite konnte. Tja. So viel zum Herz. Aber jetzt erfahren wir endlich, weil... Ich glaube, ich ahne, was wir hier brauchen. Ups, ich wollte jetzt keine Bombe platzieren. Oh.
Ach, scheiße. Oh, Fee. Fee, du gehörst mir. Ich werde noch mal ein bisschen Herzkin farmen und dann erkläre ich euch mal meinen ultimativen Tipp, wie man diesen Dungeon hier löst, weil ich habe mich schon gewundert, warum der Typ, wo ich nachgeschaut habe, wie man hierher kommt, erst einmal noch was anderes gemacht hat. Acht. Das ist immer eine ordentliche Zahl. Ich meine, es gibt ja auch sowas wie After 8. Da sind halt auch keine 8 drin. Oder After. Was? Oh, du isst gerne After 8. Gern geschehen. Okay. Tschüss. So. Also, erst einmal. Erst einmal hier raus. So. Nicht ins Loch rein. Ich muss komplett aus dem Wald raus. Und dann muss ich zum Friedhof. Ich hoffe, ich komme da jetzt hin, so wie ich das möchte. Weil eigentlich brauche ich dieses Item. Okay, ich bin zumindest schon mal im Dorf. Okay, ich muss Richtung Süden. Aber auch nur eins Richtung Süden. Dann. Dann hier mal die lästigen Viecher loswerden. Oh, hier war ja die Kathedrale, ne? Ah, hier ist jetzt eine Höhle. Hey Kumpel, kannst du ein Geheimnis bewahren? Ich kann dir was erzählen, aber die Sache ist nicht ganz billig. Okay, erzähl. In der Pyramide traf ich eine echte Schönheit. Der Eingang ist versperrt. Normale Bomben richten da nichts aus. Schade. Ah, okay. Ja, irgendwann werden auch noch Superbomben da im Bombenshop verfügbar sein. Ich weiß nicht, ob wir da schon gewesen sind. Auf jeden Fall, es gibt da, wo früher unser Haus war, oder eben das Gebilde, wo wir gewohnt haben, da ist jetzt Dingenskirchen, ein Bombenshop. So, ist hier was? Ja, immerhin Rubin. Aber hier war, glaube ich, was in der Lichtwelt, also. Yes. Ein Höhleneingang. Okay. Hätte mir zwar gern noch eine Bombe aufgespart, aber dann hätte ich hier die ganzen Herzkin mitnehmen müssen. Na? Sind Herzkin. Apropos Herzkin. Ein Herzkin-Teil. Nice. Hallo. Nice. Okay, dafür hat es sich definitiv schon mal gelohnt, hierher zu kommen. Jetzt aber. Ja. Backe ich erstmal hier wieder fest. Jetzt aber. Ich habe mich schon gewundert, was da los ist. Das wäre es nochmal wieder komplett gewesen. So. Ungefähr hier platzieren und dann. Schon wieder eine Bombe verschenkt. Ja, moin. So. Ah, mit Anlauf, okay. So, hier unten ist ein Item. Das brauchen wir für den Dungeon.
Der Zauberumhang, trage ihn und du bist unsichtbar. Achte auf deine Magieanzeige. So, und wegen Magieanzeige schaue ich jetzt nochmal schnell was nach. So, dafür müssen wir in der Lichtwelt ins Dorf. Ich hoffe, ich mache jetzt alles richtig. Und zwar müssen wir zur Schmiede. Zur Schmiede müssen wir. Genau, das war das Ding hier. Ach, da haben wir schon den Hammer. Block. Und rein da. So, hier haben wir, was haben wir hier? Einen Rubin. Da müssen wir, glaube ich, hier rein. Genau. Oder brauchen wir hier das Magiepulver? Tatsache. Das habe ich jetzt nämlich nicht nachgeschaut. Wie kannst du es wagen, mich aus dem Schlaf zu reißen? Ich verfluche dich. Das schreit nach Rache, macht dich auf was gefasst. Wie gefällt dir das? Ha, siehst du, ab jetzt wird dir nur noch halb so viel Magie abgezogen. Gut, nicht? Das freut dich. Was? Das freut dich, was? Na dann, toi 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 und mach's gut. Das ist aber mal ein guter Fluch. Kann ich nur weiterempfehlen. Jetzt müssten wir hier solche, solche Kunden von diesen Homeshopping-Sendungen da. Ja, was haben wir hier? Nichts, aber ein sehr schönes Nichts. So, gut, wir haben jetzt halbe Magie und ich habe keinen Plan. Okay, die Trankkapazitäten lassen zu wünschen übrig, aber das macht nichts. So. Warum habe ich jetzt das alte Buch ausgewählt? Nun gut, wir gehen nochmal zurück in den Wald, in den zum Skelettwald-Dungeon. Und wir sehen uns dann an der. Am Eingang zur Mastertruhe wieder. Und in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann kennt ihr ja das übliche Spielchen. Und sage, schön gemacht, das war's. Morgen ist nichts mehr. Tschüss.